Hi und herzlich willkommen bei TubeMag, deinem YouTube-Magazin. Und wie ihr mittlerweile wisst, verdienen die meisten YouTuber besser, als sie tatsächlich zugeben würden. In diesem Video gibt es ein paar Insider-Informationen über den Verdienst von Miguel Pablo, also bleibt unbedingt dran, um auch wirklich nichts zu verpassen. Wie viele wissen, hat der YouTuber Miguel Pablo mit über 400.000 Abonnenten eine Partnerschaft mit dem Klamottenshop DevShop. Das bedeutet, dass er dazu verpflichtet ist, neue Outfits aus dem DevShop auf dem hauseigenen DevShop-Kanal vorzustellen. Doch jetzt wird es wirklich interessant. Wie viel verdient Miguel Pablo im Monat mit diesem unglaublichen Deal? Wir haben es für euch herausgefunden. Und zwar hat der Comedy-YouTuber Danny the Greek in einem Interview mit einem Sportmagazin genau diese Insider-Informationen rausgerückt. Hier könnt ihr es selber noch einmal sehen. Ich kann ja mal ein Angebot sagen, ob das so jetzt so stimmt, aber es wurde halt oftmals bestätigt. DevShop, so sagt er ja was, ne? Yeah. Miguel Pablo sagt er da auch was. Nee. So ein Mainstream-YouTuber hat ca. 340.000 Abonnenten. Okay. Der kriegt 4.000 im Monat. In Klamotten dafür, oder? Dafür, dass er ab und zu mal Klamotten von den DevShop-Leuten zeigt. Okay. Und könnt ihr euch mal vorstellen, was da in der Mainstream-Szene eigentlich los ist? Miguel Pablo verdient also mit nur diesem DevShop-Deal ganze 4.000 Euro monatlich. Das ist schon allein mehr, als die meisten Arbeitnehmer in Deutschland verdienen. Und zu diesem Geld sind natürlich die monatlichen Klicks nicht mit einberechnet, die sich übrigens bei Miguel derzeit auf etwa 5 Millionen Klicks monatlich belaufen. Also kommt der YouTuber schon auf eine ganz gute monatliche Summe mit seinen Videos. Jetzt die Frage an euch: Was haltet ihr von einem Leben als YouTuber? Traumberuf oder harte Arbeit? Schreibt es doch mal sehr gerne in die Kommentare.